Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Europa hat die Wahl. Zwischen dem 23. und dem 26. Mai wird ein neues europäisches Parlament gewählt werden. Zwei Monate vor dem möglichen Brexit wissen wir immer noch nicht genau, ob diese Wahl nun in 27 oder in 28 Ländern stattfinden wird. Also spannende Voraussetzungen für eine europäische Wahl. Sicher ist aber, dass am 26. Mai in Deutschland gewählt werden wird. Einer der heutigen Gäste kandidiert für das Europäische Parlament. Es ist Matthias Höcherl, Jahrgang 1967, Kieferorthopäde, Gesundheitspolitiker, CDU-Mitglied und 2017 in Nachfolge des verstorbenen Politikers Peter Hinze Mitglied des Deutschen Bundestages. Seine aktive politische Karriere hinter sich hat der zweite Gast, aber er ist von ungebrochener politischer Vitalität. Das ist Rainer Brüderle, Jahrgang 1945. Er war von 2009 bis 2011 Bundeswirtschaftsminister und von 2011 bis 2013 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Heute ist er Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz und engagiert beim Arbeitgeberverband der Pflegearbeitgeber. Meine Herren, es ist heute sehr schwer geworden, für Europa zu werben. Wir haben den Brexit, ich erwähnte es bereits, die Italiener verhöhnen Europa, die Ungarn und die Polen möchten nur die finanziellen Vorteile von Europa haben. Wir haben populistische Bewegungen in vielen Ländern. Was ist denn eigentlich los in Europa? Ja, da ist vieles auseinandergelaufen, man hat sich daran gewöhnt, es funktioniert einigermaßen und hat zu wenig für Europa positiv geredet und geworben. So im Gegenteil, alles, was lästig war, wurde auf Brüssel geschoben. Das wirkt natürlich nicht sympathieweckend. Und jetzt müsste eigentlich von den genannten Problemen alles gute Argumente sein, für Europa zu werben und zur Wahl zu gehen. Der Brexit hätte nicht stattgefunden, wenn junge Leute in Großbritannien zur Wahlurne gegangen wären. Es war eine knappe Entscheidung, aber gerade die jungen Wählerbereiche sind nicht hingegangen. Und wir sehen ja, was in der Welt an Unruhe und Unsicherheit da ist. Wir haben eine Abkehr von Freihandel. Wir haben in Amerika einen Egoismus, America first. Wir haben China, eine Weltmacht inzwischen, die mit geschickter Strategie sich in der Welt ausbreitet, ob in Afrika die neue Seidenstraße, andere Stichworte, sich ausbreitet. Und es ist ja offen, ob am Schluss Konfuzius oder Ludwig Erhard gewinnt. Und Europa müsste gerade jetzt sich besinnen. Wenn nicht jetzt, muss man sich zusammenreißen und erkennen, dass man Gemeinsamkeiten hat und für sie eintreten, für werben. Jetzt muss man wirklich für Europa Ja sagen. Das ist schon über die Frage, was ist los, etwas hinausgegangen. Ich stelle Sie nochmal, Herrn Höchel, was ist los in Europa, dass so viele europafeindliche Bewegungen so viel Raum gewinnen können? Das Erstaunliche ist ja, obwohl das wahrnehmbar ist, dass wir große europafeindliche Bewegungen haben, dass die Zustimmung zu Europa in den meisten Staaten viel größer ist als noch vor einiger Zeit. Also das, im Grunde genommen ist das, was wir durch die politischen Botschaften, durch die Medien wahrnehmen, die Negativdarstellung Europas wird glücklicherweise längst nicht von allen geteilt. Das muss man einfach mal konstatieren. Ja, was ist zu sagen zu Europa? Eigentlich ist ja interessant die Geschichte der letzten drei Jahrzehnte, seit Mauerfall, seit dem Ende des Kalten Krieges. Da haben wir uns darauf eingestellt, dass alles, insbesondere in Europa, problemlos und ruhig weiterläuft. Daraufhin haben wir sogar eines Tages mal die Wehrpflicht bei uns ausgesetzt. Jetzt geht die Diskussion ja wieder in eine andere Richtung. Aber wir haben nach Mauerfall, nach dem Beginn der Entwicklung des IS, des Terrorismus weltweit auch nach Deutschland getragen, ja, ein Erwachen erlebt, das uns einmal über diese Auseinandersetzung, über die religiös verursachten Auseinandersetzung mit dem IS, über Krisen in Europa, die Bankenkrise, die Finanzkrise bis hin zur Flüchtlingskrise auf einmal aufgeweckt hat. Die Phase der Ruhe und der kontinuierlichen Entwicklung der Prosperität und des Friedens ist nichts Selbstverständliches. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass die bindenden und zusammenhaltenden Kräfte in Europa nicht nur aufwachen, sondern dass sie auch aus der nächsten Wahl stark oder sogar gestärkt hervorgehen. Denn sonst
können wir erleben, dass das, was die Ränder mit Europa veranstalten, wie wir es in Italien übrigens erleben, dass die Rechten mit den extremen Linken zusammengehen, weil sie nur der Hass und die Ablehnung Europas eint, dass das sich dann auf einmal im Parlament mit großer Mehrheit wiederfindet. Und ich glaube, dazu ist Europa einfach viel zu wichtig, gerade auch in der Sicht der Welt, dass wir das so nicht kommen lassen dürfen. Das Belebende an Europa ist sicherlich das Europäische Parlament. Der Überdruss an Europa hat aber nach meiner Beobachtung, mich würde interessieren, ob Sie das teilen, mit Überdruss am Parlament relativ wenig zu tun. Das ist ein Überdruss, der entstanden ist, weil Europa, glaube ich, mit der Globalisierung nicht richtig umgehen kann. Und weil, ist das so, die Osterweiterung unser Vorstellungsvermögen von dem, was Europa machen kann, überfordert hat. Wir haben ja eine nicht gute Mischung von Zuständigkeiten Europas. Das Europäische Parlament hat sehr eingeschränkte Rechte. Es hat ein gewisses Haushaltsrecht und die Kommissare müssen zugestimmt werden, die Vorschläge. Aber die Macht liegt eigentlich bei den immer noch beim Europäischen Rat, also bei den Regierungschefs. Staats- und Regierungschefs. Ja, die haben im Grunde die Macht. Und die Kommission, die Hüterin der Verträge, ist der Europäische, ist eine Bürokratie, die eigentlich auch keine richtige Gestaltungsmöglichkeit hat. Wir haben wirklich ein Empfinden, aber keine Struktur richtig handlungsfähig ist. Daran liegt ja vieles. Wir haben viele Probleme nicht gelöst. Der Euro war sicherlich politisch, strategisch richtig, ökonomisch nicht zwingend. Aber wir haben ihn und es ist eine Erfolgsgeschichte. Und er ist aber nicht rund. Da kommt der Unmut in Italien her. Was für Italien vielleicht eine gute Sache ist, niedrige Zinsen, verführt dazu, dass sie mehr Kredit aufnehmen, Strukturreformen nicht durchführen. Das sind Dinge, die nicht ausbalanciert sind. Und die Wut, dass man auch immer, wenn national was nicht klappt, sagt, sind die in Brüssel mit ihren Vorschriften, was oft gar nicht so ist. Das machen die Deutschen ja auch gerne. Die Deutschen haben es auch gemacht. Die haben den Krümmungsgrad der Gurken selbst vorgeschlagen, anschließend drüber geschimpft. Sie haben die Überschlagbügel für Traktoren erwähnt, die beim Porsche vielleicht als Cabrio sinnvoll sind, beim Traktor nicht. Da ist überall Zwiespältigkeit. Man könnte es auch hart formulieren, es ist ein Stück Pharisäertum mit dabei. Aber das muss jetzt geschüttelt werden. Die Zeit hat sich geändert und wir können nicht länger rumspielen und brauchen ein paar Balance zwischen ein Stück Entscheidungsfähigkeit, am liebsten über das Parlament, und Dezentralität. Man kann nicht alles von Brüssel aus machen. Jetzt frage ich den 20 Jahre Jüngeren nach den Ursachen des Überdrusses. Wie sehen Sie es? Ja, es ist zum einen ein Überdruss, der, glaube ich, auch durch mediale Informationen so geprägt ist als Überdruss. Wenn wir uns mal anschauen in den sozialen Medien heute, was wird da geteilt als Botschaft? Es werden doch die Botschaften geteilt, je idiotischer die Botschaft ist und je negativer geprägt sie ist, umso mehr wird sie geteilt. Das heißt, ist ja in der Medienwelt in vielen Stellen eigentlich schon immer so gewesen, aber ich erlebe das jetzt verstärkt. Only bad news are good news. Und auf Europa lastet man, das ist natürlich auch ein ganz einfaches Stilmittel der Politik, die Probleme, die man im eigenen Land nicht lösen kann, den man am liebsten aus dem Weg geht, die lastet man dann auf Europa. Beispiel Datenschutzgrundverordnung, hier gilt das Gleiche wie gerade auch gesagt. Da kam eine Idee oder ein Vorhaben aus Europa, das ist in Deutschland aber erst so scharf geworden und mit so viel Frust belegt, nachdem unsere Datenschützer mal ordentlich Pfeffer an das Ganze dran gemacht haben. Oder die drohenden Fahrverbote. Ja, wenn von Brüssel Regelungen kommen, die übrigens ja auch sinnhaft sind, denn das, was sich in der Luft befindet, in gewissen Mengen kann ja auch nicht gesundheitsförderlich sein. Aber wenn man dann in nationaler Verantwortung die Messstellen so anbringt, dass man die Messwerte automatisch überschreiten muss, dann sind das hausgemachte Dinge, die man Brüssel nicht anlasten kann. Daraus könnte man jetzt fast schließen, Herr Höchel, dass andere Länder der Europäischen Union einen eleganteren Umgang mit den Normen aus Brüssel pflegen. Dass wir Deutschen wieder mal alles ganz akkurat und genau nehmen und vielleicht ein bisschen französisches Laissez-faire, Laissez-aller bräuchten im Umgang. Das wird der Rheinland-Pfälzer meiner Brüderle wahrscheinlich mit Wohlgefallen hören. Uns liegt es halt nicht, ein bisschen legerer damit umzugehen. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein gutes Beispiel. Es haben nur zwei Länder bisher in Europa umgesetzt. Deutschland pur, Österreich hat wenigstens die kleinen Unternehmen, ich habe Unternehmen im halben Beschäftigten, ausgenommen.
Die werden nicht damit erfasst. Und ich muss allein für meine Internetseite, muss ich 6, 7 DIN A4 Seiten ins Netz stellen, um dem zu entsprechen. Das wäre die deutsche Art, alles 150%ig zu machen. Ich glaube in der Tat, wenn wir ein bisschen mehr französische Einstellung hatten, wäre es besser. Aber die Deutschen sind halt preußisch, auch wenn es Preußen nicht mehr gibt, geprägt und wollen alles 100%ig machen, wollen es immer schnell machen und die anderen lachen drüber und fühlen sich gestört. Man kann mit italienischer Mentalität, mit deutschem Steuerrecht leben, aber deutsches Steuerrecht und deutsche Pingeligkeit macht das Leben etwas schwerer. Das spricht ja eigentlich dafür, dass wir unbedingt Europa stärken müssen, damit die nationalen Eigenheiten, die manchmal etwas nervzerfetzend sein können, nicht allzu stark werden. Bei Ihnen beiden kam so am Rande raus, eigentlich bräuchte das Europäische Parlament mehr Rechte. Haben Sie da eine konkrete Vorstellung davon, was das Europäische Parlament für Rechte bräuchte? Müsste es auf die Besetzung der Kommission mehr Einfluss haben? Müsste es mehr Rechte haben als der Europäische Rat? Ich meine ja, in all diesen Bereichen, Sie haben Haushaltsrecht aber eingeschränkt. Im Vollzug ist es sehr eingeengt. Und Sie sollten als Parlament auch über die Zusammensetzung der Kommission entscheiden können. Das ist bisher praktisch der Präsident, der jetzt direkt gewählt werden soll. Ja. Das passt alles nicht hinein. Und Sie sind auch durch den Status, für einen griechischen Abgeordneten ist das Salär eines Europaabgeordneten wie ein Fürstentum, was er da erreicht hat. Ein deutscher Kieferchirurg, wie neben mir sitzt, wird sich verschlechtern, wenn er im Europäischen Parlament sitzt, aber macht es trotzdem, was für ihn spricht. Also das ist alles sehr unterschiedlich vom Empfinden, aber ein Parlament muss sich seine Rechte nehmen. Und ich war sehr enttäuscht bei der Eurokrise und den Finanzproblemen, dass das Europäische Parlament nicht, wie damals Magna Carta in Großbritannien, in England, sich nicht die Rechte genommen hat, einfach zugegriffen hat. Wenn das Parlament wartet, bis gnädig 27 Länder ihnen Rechte geben, wird seine Rechte nie voll bekommen. Nein, die müssen auch selbst sich stärker einschalten, es fordern, aufstehen und die Bürger mitgehen. Herr Höchel, gilt die Antwort für Sie beide zusammen? Ja, auch die Tatsache, dass das Initiativrecht für die Gesetzgebung nicht im Parlament oder nicht auch im Parlament liegt, das ist eine Tatsache, die stört, das muss geändert werden. Gleichwohl, das Europäische Parlament ist eine wichtige Instanz, eine sehr wichtige Instanz. Und wir haben ja die Aufstellungsverfahren in einzelnen Parteien erleben dürfen. Es gibt ja eine Reihe Parteien, die Europa sehr zugewandt sind, Europa positiv entwickeln wollen. Und da ist ja, sind die Nominierungsverfahren ja, glaube ich, auch sehr glatt und sehr harmonisch gelaufen. Derweil in einer anderen Partei, deren Ansinnen es ist, das Europäische Parlament abzuschaffen, da hat man 3 Tage gebraucht, um die Liste aufzustellen. Für diejenigen, die anschließend das Europäische Parlament auflösen wollen oder beseitigen wollen, ich glaube, für Listenplatz 6 hat man da alleine, 16 hat man alleine 8 Stunden gebraucht. Das ist nicht konstruktiv. Ich denke, es gehören Dinge ins Europäische Parlament, die noch nicht da sind. Das Europäische Sie kandidieren Parlament gehört ja für das Europäische gestärkt. Parlament. Genau. Haben Sie eine konkrete Vorstellung, was Sie gerne machen würden, wenn Sie nach Brüssel und Straßburg ins Parlament einziehen würden? Ja, ich würde die Aufgaben, die ich auch im Bundestag wahrgenommen habe, die auch meine politischen Schwerpunkte sind, die würde ich natürlich auch gerne in das Brüssel Außenpolitik, einbringen. Wenn ich mich recht das erinnere. Ist Verteidigungsthema, das Thema Verteidigungs- oder Sicherheitspolitik. Zur Sicherheitspolitik gehört natürlich auch Sozialpolitik, aus dem Bereich komme ich ja auch. Diese Schwerpunkte würde ich setzen wollen. Verteidigungspolitik, ich glaube, da haben wir alle Hände voll zu tun in Europa. Das könnte eines der oder wird eines der Themen sein, an dem sich auch die Zukunft Europas entscheiden wird. Wir machen ja jetzt mit den neuen Formen der Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik nicht das erste Mal einen Anlauf, Europa zusammenzubringen, was eine gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie anbelangt. In den 50er Jahren hat Frankreich einmal eine europäische Armee abgelehnt und ist in den 60er Jahren auch aus den Führungsgremien der NATO herausgegangen. Jetzt sieht das ja alles ganz anders wieder aus. Man hat die Notwendigkeit des gemeinsamen Auftrittes nach außen erkannt, im Bereich der Verteidigung, im Bereich der Außenpolitik.
Und das wäre sicherlich eines der Gebiete, auf denen ich mich sehr engagieren würde. Da bleibe ich gleich mal beim Verteidigungspolitiker und beim Wirtschaftspolitiker. Europäische Verteidigungspolitik funktioniert nicht ohne gemeinsame Infrastrukturen. Zu den Infrastrukturen gehört nicht nur eine Kommandoebene, sondern gehört die Ausrüstung. Eines der Kritikpunkte an der europäischen Verteidigungspolitik ist, dass jedes Land seine eigene Ausrüstung hat. Wie sehen Sie das Thema Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets, Entwicklung eines gemeinsamen Panzermodells? Es ist ja auch schon was da. Ja, also tun wir mal nicht so, als gäbe es nicht. Wir haben den Eurofighter gemeinsam entwickelt. Und jetzt sind wir ja mit drei Elementen klar auf dem Weg zu einer solchen strukturierten Zusammenarbeit. Einmal die PESCO, die strukturierte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Dann sind wir noch einen Schritt weiter konkret für den neuen Haushaltsplan. Da wird es einen europäischen Verteidigungsfonds geben. Das war ein französischer Wunsch, glaube ich. Ne? Das war ein französischer Wunsch, sicherlich auch unter wirtschaftspolitischen Aspekten zu sehen, aber auf der anderen Seite auch aus der Notwendigkeit heraus zu sehen, wenn wir in Europa mit 20 Kampfpanzern starten, dann ist sowas in einer möglicherweise eines Tages mal intensiveren Zusammenarbeit schwer handhabbar, wenn unterschiedliche Truppenteile aus unterschiedlichen Ländern erstmal, bevor es zum Einsatz geht, auf ihre neuen Mitteln geschult werden müssen. Insofern die gemeinsame Entwicklung von Kampfpanzern ist zum Beispiel oder von Flugzeugen ist sehr zu begrüßen und das ist ja auch angelegt. Und der Unterschied zu den damaligen oder zu den Anfängen einer europäischen Verteidigung ist der, damals hat man das Ziel als erste Aufgabe gesetzt und gesagt, wir machen eine europäische Armee. Das hat insbesondere bei Frankreich natürlich zu starken Befindlichkeiten und Abwehrreflexen geführt. Ohne eine Aufgabendefinition vorzunehmen. Heute ist es anders. Heute sagt man sich, was sind denn die Aufgaben, die wir gemeinsam erledigen müssen, um möglicherweise auf ein solches Ziel zuzugehen. Das ist der Europäische Verteidigungsfonds, das ist die permanente strukturierte Zusammenarbeit und das ist das sogenannte CARD, dass man jährlich die Beschaffung, die Forschung, das Wissen austauscht. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um dann eine Basis für eine fruchtbare europäische Zusammenarbeit zu schaffen. Der Wirtschaftspolitiker sieht das auch so? Zum Teil. Erstmal, das Europäische Parlament hat ja leider gar keine Kompetenz in diesem Bereich. Das liegt voll in der Zuständigkeit der Nationalen. Auch in diesem Bereich nicht? Auch nicht, überhaupt keine. Wir können beschließen, was wir wollen. Das hat null Effekt. Trotzdem, das ist natürlich jetzt gerade kein sehr positiver Aufruf, dazu zur Wahl zu gehen. Doch, nicht? Damit man es erzwingt. Aber das Kernproblem ist ja auch ein sehr deutsches. Ja. Erstmal, bei uns funktioniert ja nichts. Wir sind ja kein Aushängeschild für europäische Kooperation. Wenn nur jeder 10. Panzer in Deutschland fährt, wenn jedes 15. Flugzeug starten kann, keines der U-Boote einsatzfähig ist, nichts funktioniert bei der Bundeswehr. Das glücklicherweise sind Sie beide ja nicht mit einer Maschine der Bundesluftwaffe nach Berlin gekommen. Nein, wir sind mit Verzögerung mit der Lufthansa. Ja. Aber mit Verzögerung, man ist immer froh, wenn man ja zeitnah ankommt. Das Zweite ist, ein Kernpunkt ist auch, wir haben in Deutschland eine Parlamentsarmee. Wenn wir 3 Soldaten in den Tschad schicken, die dort bei der Luftüberwachung im Radarsystem helfen, muss der Bundestag es beschließen. Und das ist natürlich auch keine Struktur der europäischen Zusammenarbeit. Die Franzosen, ich habe selbst als Wirtschaftsminister Gespräche in Frankreich geführt, sagen, solange ihr bei jeder Kleinigkeit bei 3 Soldaten den Bundestag einberufen müsst, müssen schnell handeln, werden wir Franzosen mit euch nie zusammenkommen, denn wir greifen dann ein, wenn wir es für notwendig halten, nicht wenn der Bundestag mit seinen Ausschüssen geruht, eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht noch ein Gutachten anfordert. Also die Grundstrukturen sind leider schlecht, die muss man ändern. Eurofighter, Osteuropa hat keinen genommen, die haben amerikanische Flugzeuge gekauft, kein Eurofighter. Die Franzosen sind weitgehend draußen, ich glaube, die haben auch gar keinen. Die haben ja mit Dassault eigene Systeme und stehen im Wettbewerb. Und in Wahrheit steckt ja dahinter auch in der Definition eigener Anforderungen Arbeitsplätze. Es sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die davon betroffen sind. Wir haben sehr enge Restriktionen im Export. Frankreich verkauft fast an jeden der Welt seine Waffensysteme. Das sind alles ganz unterschiedliche, sagen wir mal, freundliche Kulturen. Die muss man zusammenführen. Ich hätte mir schon immer eine europäische Armee gewünscht. Nur die Voraussetzungen sind sehr schwer dabei. Und möglicherweise muss noch die Krise zunehmen, die Amerikaner sich
noch weiter zurückziehen, bis Europa die Kraft hat, auch Deutschland die Kraft hat, eine Parlamentsarmee so zu gestalten, dass die anderen europäischen Partner mitmachen. Keiner hat eine solche Regelung wie Deutschland, bei uns bedingt durch die Geschichte. Legen wir mal kurz die Waffen beiseite. Ja. Bleiben wir bei der Wirtschaftspolitik. Aktuelles Thema ist, Europa lehnt eine Fusion des französischen Zugbauers, des TGV-Bauers mit dem deutschen entsprechenden Siemens-Konzern ab. Ist das eine schlechte Entscheidung Europas? Wenn man Wettbewerb als Steuerungsinstrument, das muss ein FDP-Politiker natürlich jetzt erwähnen. Das ist auch meine Überzeugung als Ökonom. Wenn man Wettbewerb als Steuerungselement beibehalten will, ist die Entscheidung richtig. Wenn man schafft, nicht durch Monopole mehr Produktivität und Leistungsfähigkeit, sondern der Wettbewerb muss ein Stück entscheiden. Und man kann ja auch zwischen den Firmen Projekte gemeinsam machen, ohne dass man sie fusionieren muss und zusammenführen muss. Und denken Sie an die Beispiele damals, Daimler mit Chrysler USA gescheitert. Hat auch nicht funktioniert, die Kultur passt nicht zusammen. Daimler-Benz mit Mitsubishi in Japan, gescheitert, die Kooperation, passte auch nicht zusammen. Ich glaube, dass im Prinzip die Wettbewerbskommissarin richtig entschieden hat, was nicht ausschließt, dass man in bestimmten Teilbereichen kooperiert und damit ein Stück stärker erreicht. Weil China gigantische Einheiten geschaffen hat, muss nicht Europa auch die Größe machen. Ich darf erinnern, der Dinosaurier ist ausgestorben, weil er sehr groß war. Kleines Hirn, viel Körper. Wir sollten nicht deshalb in der Wirtschaft überall nur die Größe Dinosaurier als Leitbild haben, sondern agile Antilopen. Herr Brüder, der Dinosaurier ist ausgestorben, weil ein Meteorit vor 60 Millionen Jahren die Erde getroffen hat. Das war vielfältig. Wie sehen Sie dieses Thema Fusion der großen Zugbauer Deutschlands und Frankreichs? Ist das Verbot richtig oder ist das ein Fehler angesichts der Konkurrenz aus China? Na, ich meine, wenn man mit Wettbewerb argumentiert, zum Wettbewerb gehört ja nicht nur der freie Handel, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen und den Firmen, sondern es gehören ja auch kulturelle oder ideelle Voraussetzungen in den einzelnen Ländern zum Wettbewerb. Und wir stehen mit China in einem Wettbewerb, der sich nicht auf gleicher Augenhöhe befindet. Ein Land, das freien Handel zwar zulässt wie China, aber den Bürgern ihre Freiheit nimmt. Das ist ein Land, mit dem wir nicht nach unseren Regeln Wettbewerb führen können. Und das ist so ein, auch so ein grundsätzliches Problem, das wir haben, dass wir die Welt aus unserem Blickwinkel sehen, aus unserer Glocke heraus sehen. Die dreht sich um uns herum, aber viel, viel schneller und ganz anders. Und die Chinesen nehmen eben keine Rücksicht auf unsere Freiheiten, auf unsere Form des Wettbewerbes um Ideen, aber auch um Freiheit, sondern führen den Wettbewerb ganz anders. Und deshalb glaube ich, dass wir die Antworten auch in der Zukunft nicht immer mit unseren alten liberalen, rein liberalen Denkmodellen geben können. Ja, wir brauchen aber, ist er auch. Der hat sich auch die richtige Partei rausgesucht damals. Er hatte ja die Wahl. Er ist ja zu uns gekommen, um da auch alles auf den richtigen Weg zu bringen. Aber Ludwig Erhard hat ja auch bewusst, dass nicht den freien Wettbewerb oder den rein liberalen, sondern wir haben ja das System der sozialen Marktwirtschaft eingeführt, der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn bestimmte Bereiche fehlen, dann gelten auch nicht die gleichen Voraussetzungen. Insofern, es sind ungleiche Situationen, von denen wir ausgehen. Und insofern, es ist ja nicht für alle Ewigkeit gestorben, das Geschäft. Es ging ja auch um andere Themen. Es ging nicht um die Entwicklung letztendlich des Schienentransportverkehrs, sondern es ging um die Signalsysteme. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein neuer Anlauf genommen wird und dass man dann mit den richtigen Antworten auf die Fragen der Kartellbehörden antworten kann. Und ich glaube, dass dann auch eine gute Sache daraus wird. Lassen Sie uns das Thema weiten. Wie viel Gemeinsamkeit braucht denn Europa und wie viel sollen die Länder alleine machen? Ich frage jetzt mal vor allem den FDP-Politiker in dem Fall, der ja eher derjenige ist, der für föderale Strukturen ist. Ja. Wie viel Gemeinsamkeit braucht Europa? Was sollen Länder alleine machen? Nur gestatten Sie mir noch einen Satz zum letzten Thema. Man schlägt China nicht, indem er chinesisch wird. Das können die besser als wir. Aber zu Ihrer Frage dabei. Man kann Europa nicht zentralistisch führen. Das wird scheitern. Man hat einige Kernbereiche, die europäisch gestaltet werden müssen. Dazu gehört auch zum Beispiel Verteidigung dazu. Dazu gehört die Währungspolitik dazu. Dazu gehört der Rahmen in der Rechtsgebung dazu. Aber Kulturpolitik,
Forschungspolitik muss man schon mit Vielfalt machen. Und wir sind in Deutschland nicht zuletzt deshalb wirtschaftlich so stark gewesen und waren immer stärker als die Franzosen, weil wir Föderalismus hatten, kommunale Selbstverwaltung und eine Wettbewerbswirtschaft. Die Franzosen hatten Planification, weil sie meinten, der Oberregierungsrat weiß besser, was unternehmerisch zu machen ist, als der Unternehmer, der mit seinem Geld dafür haftet. Das ist eine falsche Denke dabei. Und deshalb muss sich Europa auf Kernbereichen konzentrieren, die gemeinsam machen, aber Luft lassen. Wer meint, man kann von Hammerfest bis Südsizilien alles standardisieren, von Brüssel aus regieren, wird mit Brachialgewalt scheitern, an die Wand fahren, sondern einige Dinge europäisch regeln, aber ansonsten Luft lassen. Einheit als europäische Lösung, indem wir alles gleichmäßig machen, wird nicht funktionieren. Luft lassen, dann haben die Leute auch mehr Freude dran. Und die Sorge in Osteuropa, Sie haben es angesprochen, weshalb man skeptisch ist über die Europapolitik, ist ja auch, jetzt sind die mal frei geworden von der Sowjetzweck, haben ein Stück Eigenverantwortung. Jetzt kommen die von Brüssel, belehren sich jeden Tag, sie wissen alles besser. Wir Deutschen müssen so Acht geben, dass wir nicht zum Hauslehrer Europas werden wollen und allen mit erhobenen Zeigefinger sagen, wie es richtig ist. De Gaulle sprach, ich schließe jetzt an diese sehr grundsätzlichen Ausführungen an, De Gaulle hat ja vor einem halben Jahrhundert vom Europa der Vaterländer gesprochen. War das eigentlich richtig? Brauchen wir ein Europa der Vaterländer oder brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, in dem die mehr gemeinsam haben, schneller vorangehen und die anderen langsamer hinterherkommen oder es lassen? Ja, die Europäische Kommission hat ja mit ihrem Weißbuch mit unterschiedlichen Vorschlägen, wie Europa sich entwickeln kann, versucht, diese Diskussion in Gang zu bringen. Die findet aber nicht statt, die Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion stattfindet. Meine Position dazu ist, Europa, auch das Leitmotiv Europas heißt in Vielfalt geeint. Da steht nicht in Einheit vereint, sondern in Vielfalt geeint. Das gibt ja auch die Freiwilligkeit dieses europäischen Gedankens wieder. Es haben sich 28 Nationalstaaten freiwillig, das ist ja nicht unter Zwang geschehen, freiwillig gefunden, um dieses Europa zu bilden. Und wir haben ja gewaltige Gefälle in Europa. Wenn man sich nur das Bruttosozialprodukt von Luxemburg anschaut, pro Kopf 90.000 Euro. Und gehen wir runter nach Bulgarien, sind das 6.500 Euro. Wer das Ziel hat, das alles einzuebnen und gleichzumachen, nicht nur in den Verordnungen, sondern eben in den Sozialversicherungen, in allem, was dazugehört, der wird scheitern. Der wird scheitern, das wird nicht funktionieren. Europa lebt auch aus dieser Vielfalt und aus den Ungleichheiten heraus. Es ist quasi ein Wettbewerbsraum, der auch in der geschützten Zone stattfindet. Und ich glaube, dass das auch das Erfolgsmodell Europas ist. Die Freiwilligkeit auf der einen Seite, das Bemühen aber, gemeinsam Ziele zu verwirklichen. Und wenn wir meinen, jetzt gerade angesichts der jetzigen Situation, dass alles so auseinanderläuft, wir haben drei heftige Krisen überstanden oder zumindest vorübergehend ausgestanden. Und ich glaube, das ist Grund genug, uns auch auf unsere Stärke zu besinnen, dass wir trotz dieser Freiwilligkeiten, trotz der Vielfalt der unterschiedlichen Interessen in Europa, dass wir es trotzdem immer wieder schaffen können, verbindend die Dinge zu klären und sie verbindend zu entwickeln. Und übrigens, wenn wir jetzt dann beim Thema Brexit dann nochmal sehen und sagen, ja, da ist doch gerade die größte Krise. Das ist ja auch nicht das erste Referendum, das in Großbritannien stattgefunden hat zum Austritt aus der EU. Das erste in den 70er Jahren. Da war man davon ausgegangen, dass das viel knapper würde, dass man eher gehen würde. Aber das Gegenteil war der Fall und diesmal war es umgekehrt. Ich glaube, dass dieser Brexit auch ein Hinweis für uns, ein Weckruf für uns sein muss, eben nicht weiter den Weg in die Gleichheit und in die überbordende Bürokratie zu gehen, in die Schaffung neuer Gesetze, sondern dass wir mal innehalten und kritisch reflektieren, wie entwickeln wir Europa weiter. Und da sind die Vorschläge der Europäischen Kommission, glaube ich, gute und über die sollten wir diskutieren und uns dann auf einen Weg einigen. De Gaulle hat ein Stück recht gehabt, ja. Weil ich nicht glaube, dass die Lösung ist, die Vereinigten Staaten von Europa wie die USA als ein zentral gesteuerter Staat sein wird,
sondern das muss föderal sein, da muss Luft bleiben. Sie können nicht diese unterschiedlichen Kulturen von Osteuropa, von Nordeuropa, sonst was in einen Staat zusammenfassen. Auch die USA haben lange gebraucht, bis daraus die Vereinigten Staaten in einer Effektivität geworden sind. Und deshalb kann es nur föderal sein. Und man hätte besser ein Stückchen mehr damals auf de Gaulle, wie auch Adenauer gehört, aber da waren noch viele Widerstände, Amerikaner haben auch eingewirkt und ist einen anderen Weg eingeschlagen. Deshalb muss man vielleicht zurückkommen, föderale Wege, lasst Luft, lasst auch den Briten ein Stück Luft. Die waren immer hin und her gerissen. Sie haben früher Balance of Power gemacht, die Europäer gegeneinander ausgespielt. Jetzt, wo sie Regeln mit akzeptieren sollen, die sie selbst gemacht haben, tun sie schwer. Die müssen sich entscheiden, ob sie ihrem alten Weltreich, das untergegangen ist, nachtrauern oder mit Europa gemeinsam ein Stück Zukunft gestalten. Das ist offen. Ich glaube, dass wir es schaffen werden, aber föderal. Herr Röchel, Sie sind Gesundheitspolitiker. Erwartet ein Gesundheitspolitiker etwas Besonderes von der Europäischen Union? Mehr Gleichmäßigkeit der Gesundheitspolitik? Das wäre nun wiederum fast ein Gegensatz zu dem, was wir eben gerade besprochen haben. Aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, ob es richtig ist, innerhalb der Europäischen Union, dass bestimmte Gesundheitsleistungen, Sozialleistungen so unglaublich verschieden sind innerhalb Europas. Brauchen wir da mehr Gemeinsamkeit, mehr Kooperation? Also wenn man die Frage mal von der Ferne jetzt beantwortet, wenn es um die Frage der sozialen Sicherungssysteme in Europa geht, da fällt ja nicht nur Gesundheit hinein, da fällt ja Arbeitslosigkeit hinein, fällt Rente auch hinein. Finger weg, das sind Dinge, die gehören in die Souveränität der einzelnen Staaten. In diese Richtung darf Europa überhaupt nicht denken, da sind wir viel zu weit entfernt davon. Nein, Thema Gesundheit, das sind für mich die Fragen, eine Krankheit, eine Epidemie macht an der Grenze nicht Halt. Was macht man in den Fällen, in denen Erkrankungen über Europa schwappen, wie geht man damit sinnvollerweise um? Erleben wir es ja im Moment, dass in Dänemark an der Grenze auch eine Mauer gebaut wird wegen der Wildschweine, weil da eine Erkrankung droht, aus Deutschland nach Dänemark zum Beispiel. Aber da erleben wir jetzt wirklich mal Maßnahmen, die europäische Gesundheit anbelangt. Das andere, was auch wichtig ist, der Zusammenarbeit bedarf, und das ist ein ganz großes Thema, das ist der im Bereich der Forschung, der medizinischen Forschung, zum Beispiel das Thema der seltenen Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen in den einzelnen Ländern in Deutschland, von denen eine Handvoll Menschen nur betroffen sind, die wir überhaupt nicht richtig erforschen können, weil wir die Menge der Erkrankten gar nicht haben. Und für solche Themen ist Europa, europäische Forschung, europäische Medizin, europäische Gesundheit ganz wichtig. Also das sind die Beispiele für die konkreten Fragen, die ich mir stelle. Aber was die sozialen Sicherungssysteme, den Angleich anbelangt, muss man nur die Zahlen vor Augen führen. In Luxemburg werden im Jahr 20.000 Euro pro Kopf in der sozialen Sicherung ausgegeben. In Bulgarien sind das 1.000 Euro. Und wenn man das kaufkraftmäßig bereinigt, ist der Unterschied immer noch ein 7-, ein 8-facher. Das wird in den Zuständigkeiten der Länder bleiben. Die Länder, und das ist auch ein Teil des Wettbewerbes, der da stattfinden muss. Die Länder müssen sich anstrengen und ihre Wirtschaft entwickeln, dass sie prosperiert weiter, die Voraussetzungen schaffen. Dann werden sich in den Ländern die sozialen Sicherungssysteme auch entwickeln und automatisch findet ein Weg des Angleichs statt. Aber der davon kann nicht von oben verordnet werden. Wir sind ja vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, dass wir das Europäische Parlament stärken müssen. Darüber sind wir uns alle einig gewesen. Sie haben beide Bundestagserfahrung. Im Europäischen Parlament arbeiten alle Ausschüsse öffentlich. Im Bundestag arbeitet nur ein einziger Ausschuss öffentlich, nämlich der Sportausschuss. Alle anderen sind nicht öffentlich. Ist das ein Gebiet, wo der Bundestag vom Europäischen Parlament mal lernen könnte? Ich glaube nicht. Wenn man alles nur auf dem Marktplatz austrägt, über soziale Medien und andere Medien dabei, ist keine Basis mehr, wo Sie Schnittmengen herausarbeiten können. Man muss auch ein vertrautes Gespräch führen können, Sondierung. Wenn Sie alles nur
öffentlich darstellen, das hört sich immer idealdemokratisch an, ist keine Möglichkeit mehr, auch zwischen den Nuancen ein bisschen auszugleichen, Kompromisse zu finden. Demokratie lebt vom Kompromiss. Man kann bestimmte Sitzungen öffentlich machen. Das Europäische Parlament kann es gut machen, weil es wenig zu melden hat. Es hat ja kaum Kompetenzen. Wir haben gerade erlebt, Gesundheitspolitik ist überhaupt nichts Europäisches. Forschung kann man was machen. Also ich halte davon nichts. Ich kenne die Debatte. Ich war mal 12 Jahre Bürgermeister und im Landtagsminister, wo man alles öffentlich machen soll. Am Schluss wird dann außerhalb des Parlaments, außerhalb des Ausschusses eine Lösung gesucht. Sie können nicht alles in das grelle Licht der Medien führen. Damit machen Sie auch ein Stück Demokratie, wenn Sie es übertreiben, auch kaputt. Herr Wohler, Sie können doch auf der einen Seite nicht verlangen, dass sich das Europäische Parlament mehr Rechte nimmt und auf der anderen Seite für eine Art von Kabinettspolitik. Nein, das ist keine Kabinettspolitik, dass man Parlament tagt öffentlich, dass man bestimmte Themen auch nicht öffentlich beraten kann. Ja. Ich würde eben nicht alles nur draußen auf dem Marktplatz machen, wo jeder seine Fensterreden hält, guckt, wie am besten eine Medien rüberkommt, dass er dreimal gelobt wird. Es darf nicht sein, dass der Demokratie der Gewinner ist, der Talkshows die besten Sprechblasen hat, am besten sich da in Position bringt, am besten geschminkt ist, sondern soll auch das Wort, das Argument abgewogen werden. Ansonsten, wenn man sich, ich sag's mal ganz hart, zu jedermanns Deppen macht, ist man am Schluss selbst ein Depp. Meine Herren, was sagen Sie denn jungen Wählerinnen und Wählern angesichts dessen, was wir in der vergangenen knappen Dreiviertelstunde diskutiert haben, warum Sie unbedingt am 26. Mai wählen gehen müssen? Herr Röchel. Es ist die Zukunft der Generation, die jetzt wählt. Und man kann Verantwortung überhaupt nicht wahrnehmen oder zumindest an der Wahlurne die Verantwortung wahrnehmen. Wir hätten den Brexit nicht, wenn die Gruppe bis 30-Jährigen nicht eine so schwache Wahlbeteiligung gehabt hätte. Die lag bei 36%. Bei der Abstimmung über den Brexit, die lag bei 36%. Und hinterher sind 3 Monate nach der Abstimmung, gehen die jungen Leute zuhauf auf die Straße und stimmen und machen sich gegen den Brexit stark. Also es liegt in der Zukunft der jungen Generation, wie sich Europa aufstellt, welche Mehrheiten in den Parlamenten erreicht werden können. Insofern, es wäre schadhaft, wenn die junge Generation nicht wählen würde. Es ist das Europa der jetzigen jungen Generation und das muss mitbestimmt werden, auch an der Urne. Also das heißt, die Botschaft zum Ende dieser Sendung lautet, geht wählen und sorgt dafür, dass das Europäische Parlament in Zukunft mehr Rechte bekommt. Ja, geht wählen, ist eure Zukunft, ihr habt keine andere, ergreift sie, sonst wird er mit Tränen die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte sehen. Meine Damen und Herren, das war Europa hat die Wahl. Wir haben über die bevorstehende Entscheidung zum Europäischen Parlament diskutiert. Vielen Dank fürs Zuschauen.